Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind hier auf dem Weizen, der letztgedrillte. Und wir messen einmal, wie es um den Stickstoff bestellt ist. Ja, was kann ich sagen? War eben bei der Gerste, die hat schon massiv Trockenstress, gerade gemessen. Hat wieder ein bisschen Stickstoff aufgenommen. Also wir hatten letztes Mal einen Wert von 522 auf diesem Gerät. Und jetzt haben wir 545, also er nimmt weiter Stickstoff auf, ist ja auch was im Boden. Ich wollte das nochmal mit dem Farmlab durchtesten eben, aber das ist so Asche. Es ist kein feuchter Boden, nicht zu messen. Hier, wir haben heute Morgen mal 2 mm gekriegt. Der Boden ist steinhart, ne? Ich meine, hier ist er schon ein bisschen tiefer eingezogen, aber da unten scheint es nicht viel gewesen zu sein bei den Windrädern. Hier war das Stück, wir haben, das sieht man auch tatsächlich so ein bisschen, hier hatten wir immer noch so ein bisschen den Verteiler, der nicht richtig lief. Ist ein bisschen streifig und ab hier haben wir es näher eingestellt, sieht viel homogener aus, der Bestand. Genau, das ist auch gleichzeitig der zuletzt geschlitzte. Sorte heißt KWS Kaitum, ist ein bisschen dünn, aber das ist mir generell bei der Sorte aufgefallen, die ist nicht die wuchtigste. So, 646 ist ein guter Wert. Sehr gut versorgt, die Pflanze. Schreibe ich mir auf in mein Büchlein. Hab das zwar auch in der App, aber irgendwie, wer schreibt, der bleibt, ne? Dann hat man es irgendwie ein bisschen besser geordnet. Heute haben wir den 5.5. übrigens. So, 646 kommt natürlich ein LKW, ganz klar. Wir waren ja vorgestern bei dem Bootcamp von der Traction. War ganz cool mit den Aussaatgeräten. Will es aber jetzt noch nicht spoilern, weil ich glaube, die Videos kommen so nacheinander jetzt raus, so wie wir es schaffen. Und cool. War auf jeden Fall eine coole Veranstaltung. Kann es öfter mal geben. Also was man jetzt auch so ein bisschen sieht, setzt sich auch teilweise die Geraste ein bisschen fleckig um, weil es halt auch sehr trocken ist. Nicht wirklich einheitlich. Aber wir gucken mal hier. Aus dem, ich habe Satellitenbilder geguckt und da ließ sich erkennen, dass wir da, wo wir früh die Geraste hingefahren haben, oh ja, das sieht ja deutlich besser aus. Das war hier so der Block. Viel dichter der Bestand. Viel dichter der Bestand. Ja, da ist wahrscheinlich die frühe Umsetzung gekommen. Dann kam ja genau dann, wo dann nochmal Regen kam. Und dann kann das natürlich auch ein bisschen besser verwertet werden, ne? Ich fahre jetzt mal zu dem nächsten Weizen. Oh, genau, der heißt dort Bahnschiene. Ist so ein bisschen da hinten gelegen. Der wurde tatsächlich, na nicht als einer der ersten, aber den hat Detlef gedrillt gehabt mit der Tigerdrille, als wir auswärts häckseln waren. Das ist ein Informer. Gucken wir uns mal den gleich an. Ich weiß übrigens nicht, ob ihr es hier vorne seht, aber seht ihr den Unterschied? Hier vorne ist nur Geraste geschlitzt. Hier. Und ab da vorne kam der Flüssigdünger dazu. Ich meine, der sieht jetzt auch nicht schlecht aus, der Weizen an sich, aber halt ist natürlich sehr hell. Hat natürlich auch Beikräuter da drin, wie man sieht. Also hier ist sozusagen nur Aussaat und Geraste. Ohne irgendwas weiter gemacht worden. Und hier seht ihr den Unterschied. Ab hier fing die Spritze an. Zack, ganz andere Pflanzen. So, ich gehe jetzt ein bisschen weiter hoch in den Bestand rein. Aber es ist auch ein Riesenunterschied, was 2 Wochen im Herbst ausmachen können. Das sind Welten im Bestand. Und wenn man dennoch irgendwie noch 2-3 Wochen früher hat, nach dem Raps im relativ früh reinkommt, Anfang September, Mitte September, sagen wir jetzt mal, ist ja nochmal ein Monat Unterschied, ist gewaltig. Sind schon allein 1-2 Tonnen im Ertrag, nur durch einen Aussaatzeitpunkt. Und dann ist nochmal 1 Tonne Ertrag, weil er nach dem Raps kommt. Aber sieht gut hier aus. Das ist Informer, Leute, so heißt der. Informer heißt der gute. Ich muss euch sagen, ich bilde mir fast ein, wenn man so ein bisschen in die Reihen guckt. Und hier war genau Striptail in dieselbe Richtung. Kann aber auch alles nur ein Zufall sein. Kann man fast so in 50 cm Abstand ein bisschen dunklere Streifen erkennen. Vielleicht war das noch der Reststickstoff aus dem Striptail. Es war aber auch nur den einen Moment. Ich glaube, hier sieht man es jetzt nicht mehr. 662 haben wir. 662, Leute.
auch ein Bombenwert, also ist auch kein Bedarf vorhanden. Ich habe dieses Jahr auch in der Düngerstrategie ein bisschen was anderes gemacht. Einen relativ unkonventionellen Weg gegangen, aber da will ich euch ja jetzt am Ende sagen, wenn das funktioniert hat oder es nicht funktioniert hat oder was ich rausgestellt habe. Vorher will ich da nicht die Pferde wild machen. Aber bis jetzt scheint das ganz gut zu funktionieren. Also die Bestände sind satt. Also die Gerste ist die einzige, die jetzt ein bisschen Bedarf hat. Aber die ist auch ins Schossen gegangen, die streckt sich gerade ein bisschen. Und in der Phase haben sie natürlich auch ein bisschen mehr Bedarf. Oder hat sie auch ein bisschen mehr Bedarf. Nur leider ist es so trocken, dass sich auch nichts mehr aus dem Boden umsetzt. Ärgerlich und schade. Aber was will man machen? Hier sieht man so ein bisschen, wie der Spalt, hier war so eine Fahrgasse, wie der Spalt offen steht. Ist richtig aufgegangen, wie die Wurzeln da rausgucken. Vom Schlitzen. Aber es ist nur da, nur dieser eine. Ansonsten hier ist gar nichts von den Schlitzen zu erkennen. Nur ganz bisschen, ganz klein. Die Beikräuter, die gehen jetzt übrigens langsam ein. Die wachsen sich ja sozusagen ein bisschen tot. Aber auch pflanzenschutztechnisch ist hier kein Bedarf. Die Pflanzen sind sauber. Auch in den unteren Blattetagen ganz saubere Blätter, sehr gesunde Pflanzen. Das will man natürlich sehen, da spart man natürlich einen Haufen Geld. Ne? Hier auch sehr viel junge Wurzel, das ist das, was die Gerste nicht hat. Die Gerste hat sehr viel alte, trockene Wurzel und hier sieht man richtig junge Wurzeln, wie es hier richtig loswächst. Mal einmal kurz fühlen, wo der ist, aber der dürfte auch noch nicht weiter sein als die 30. Naja, da unten ist der erste Knoten. Es ist tatsächlich, der ist gerade erst im Übergang von 29 zu 30. Auf Wachstumsregler sind wir noch ein bisschen weg. Ist eigentlich immer ganz gut. Oh. Wenn es dann ein bisschen weniger gibt. Die einzige Weizensorte ist tatsächlich Komplize, wo wir jetzt schon mit Wachstumsregler waren. Ist einer der frühesten Weizen, so ungefähr. Ich denke, wenn man den wohl nach dem Raps macht, dann ist der bestimmt so 2 Wochen nach Gerstereif, vielleicht auch nur 1 Woche nach Gerstereif. Das ist natürlich gerade für unseren Handel, für Futter XL, wir müssen immer meistens zukaufen, weil wir dann nicht genug haben. Gerade zum Ende hin, und das ist dann früher Weizen, der natürlich 2 Wochen früher reif ist, ist dann natürlich schon geil. Ne? Muss man sagen, aber hier der Weizen, steht Bombe, Tigerdrill. Tigerdrill steht richtig gut. Auch ein bisschen flacher, gefällt mir ganz gut eigentlich. Vielleicht gehe ich weg von dem tiefen Lockern, gehe ich ja sowieso schon, aber muss euch sagen, hier der flachere, haben wir ja mit dem Fendt gemacht, sind wir nur auf 20 gegangen und sah am Ende wunderbar aus. Also sieht auch wunderbar aus und der Stab lässt sich genauso tief reinschieben. Jetzt fahren wir zu der Saat mit dem großen Versuch. Da habe ich ja schon eine AKF für euch gedreht, die ich ja leider wegwerfen musste. Aber so, der Bestand sieht hervorragend aus. Da steht Komplize, wie gesagt, der ist schon weiter. Und dann fahren wir mal dahin und gucken uns den mal an. So, und man sieht, stellenweise leidet er schon sehr massiv unter der Trockenheit. Das war im Frühjahr schon so. Das ist Direktsaat, Leute. Nur um euch das mal zu zeigen. Hier kommt Kleen. Und Tigerdrill. Rein optisch sieht man nicht so viele Unterschiede, klar. Die Tigerdrill ist so ein bisschen dichter, aber es liegt auch ein bisschen daran, dass sie engeren Reihenabstand hat. Ja, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, dann könnte man auch mal die Pflanzen ausgraben. Hier kommt wieder Direktsaat. Und könnte mal so gucken, ob man Unterschiede sieht. Ich würde fast sagen, eventuell ist bei der Tigerdrill, bei der Bodenbearbeitung ein bisschen mehr Bestockung. Aber es kann aber auch saisonal sein. Ich will da nichts dran festmachen. Letztendlich sehen die Bestände alle gut aus und die Pflanzen sehen alle gesund aus. Aber es ist sehr stark abhängig vom Wasser. Ich weiß nicht, ob man sieht, da unten ist so eine Senke, da ist ein bisschen mehr Wasser. Da steht er echt gut und üppig. Und hier oben so auf der Kuppe, hier sieht man das auch. Da sind so diese Sandzungen. Da ist nicht viel los, ne? Wenn man jetzt hier auch so in den Bestand reinguckt. Gut, der ist jetzt auch dabei, sich erst zu entwickeln, muss man sagen. Der Wild kriegt ja jetzt immer mehr größere Blätter, wie man jetzt auch hier sieht. Die Blätter sind ja schon anständig groß. Und dann geht das auch ein bisschen voran. Dann sieht der Bestand nachher auch so ein bisschen dichter aus. Wie gesagt, der ist ja nur ein bisschen spät gedrillt. Aber ich denke mal, für euch interessant, hier seht ihr nochmal Tigerdrill. Da waren ja unsere Saatreihenverstopfer. Gucken wir nochmal in die andere Richtung. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf der Kamera aussieht.
abkleiden. Und hier haben wir natürlich auch ein paar Probleme gehabt mit dem Verteilerkopf. Also ein bisschen streifig ist das hier auch. Das ist natürlich das Nervige, ne? Das verzehrt natürlich das Ganze so ein bisschen. Und Direktsaat. Jetzt fehlt natürlich Wasser. Heute Morgen da die 2 mm, die natürlich kamen, sicherlich ist das was. Aber wenn man hier mal guckt, ne? Da unten ist da direkt wieder der trockene Boden. Erstmal können die Pflanzen vielleicht mal durchatmen. Das Schöne ist, heute Morgen ist das auch ein bisschen bedeckt, dann ist das nicht sofort weg. Dann können die wirklich da mal ein bisschen was von gebrauchen. Aber bis jetzt kann ich, ja, dafür ist der wahrscheinlich auch noch zu jung in Sachen Direktsaat, hat ja keine Bodenbedeckung, dass da irgendwie ein Vorteil ausgespielt wird. Wir gucken uns das einfach mal zur Ernte an und selbst wenn, manchmal ist man in der Landwirtschaft auf dem richtigen Weg und braucht halt ein bisschen längeren Atem, damit das gut funktioniert. Aber schlecht sehen sie alle nicht aus, die Bestände, ob Tigerdrill, Kleiden oder Primäre, also Direktsaat. Sieht alles gut aus, muss man sagen. So, fahren wir mal zum nächsten und zum Ende kommen wir dann zum Raps, da wollte ich heute Morgen nicht rein, wenn das alles so nass ist. Ich war übrigens vorhin schon bei den Sonderkulturen, die kommen alle gut hoch. Bis auf iberischer Drachenkopf. Hab da ein bisschen nachgegraben. Sieht aus, als wenn das Zeug schlechte Keimfähigkeit hatte. Ich habe ja kein richtiges Saatgut verwendet, weil ich nichts gekriegt habe. Hab da einfach nur die Saat an sich genommen. Aber es sieht wohl so aus, als hätte die eine schlechte Keimfähigkeit gehabt. Hanf kommt auch schon raus. Super schnell, hat gerade mal eine Woche gedauert. Färberdiesel sieht bombastisch gut aus. Leindotter, yo, zieht sich jetzt auch schön zu. Sieht richtig aus wie... Ja, wie Senf oder Raps, ne? Ist ja auch ähnlich von dem Wachstum. Und Schwarzkümmel kommt jetzt auch aus ganz kleinen Pflänzchen. Aber wie gesagt, iberischer Drachenkopf, das ist ein bisschen enttäuschend, weil gerade da war das geilste Öl. Das hat am geilsten geschmeckt. Mal gucken, jetzt bin ich am Suchen, wie ich noch spontan irgendwie nochmal Saatgut kriege und das vielleicht nochmal kurz hinterher schlitz oder so. Oder vielleicht nur ein bisschen flacher ausbringen. Aber dafür fehlt mir auch wieder Wasser. Ah, ist halt immer was mit dem Wasser. Ist das immer was mit dem Wasser? Gut. So. Das ist hier unsere lehmigste Lehmkuppe überhaupt. Hier vorne, da haben wir auch schöne Schollen hochgeholt mit dem Striptil. Eigentlich habe ich Svenny hergeschickt mit der Scheibenecke, die Klumpen klein machen. Aber er hat das wohl vergessen. Wir haben noch ein, zwei andere Stellen noch gemacht, aber trotzdem sind noch, da liegt ein Korn oben drauf. Wenn wir hinterher mit der Güttler jetzt sowieso noch mal rüberwalzen. Und dann sind die drin. Das ist hier das letzte Stück heute. Dann sind wir fertig, dann fangen wir an mit Sonnenblumenlegen. Man sieht, hier sind ein paar oben drauf. Ne? Mal gucken, mal mit Detlef reden. Vielleicht den Schardruck ein bisschen höher nehmen. Aber es ist halt richtiger Lehmboden hier. Ne? Wenn man das hier sieht. Wahnsinn. Wahnsinn. Kaum noch Feuchtigkeit drin, hart wie Sau. Kann man hier hören. Ja, also die letzten Meter hier Mais. Und da noch Sonnenblumen. Weizen sieht soweit ganz gut aus. Jetzt fahren wir nachher noch mal gleich zum Raps. Dann weiß ich Bescheid, was da so los ist. Und dann kann man auch wieder die nächsten Tage ein bisschen planen. Es kommt immer alles auf einmal. Überschlägt sich immer alles. Und naja, gut. Bis später. So sieht er jetzt aus. Ja, Vollblüte ist er aber noch nicht. Der fängt jetzt gerade erst an zu blühen, muss man sagen. Ist sehr klein geblieben. Echt. Wie man so sieht. Also nicht super üppig krass. Auch sehr dünn, sehr schmal. Wenig Verzweigung. Tigerdrillraps ist das. Geh ein bisschen weiter rein. Können wir uns das nochmal angucken. Aber das streckt sich natürlich jetzt noch die nächste Woche. Ne? Wenn man jetzt sieht, der ist jetzt, weiß ich nicht, 20-30% erst in der Blüte. So, wenn man mal hier guckt, ein paar Knospen sind noch dran, aber nicht wirklich viele Knospen an sich, die der Tigerdrill-Raps hier hat. Also dieses Jahr hat er wirklich der Raps ein bisschen unter der Kälte gelitten. Gibt ein paar gute Bestände, gibt auch ein paar schlechte Bestände. Aber so richtig dicht üppig ist er nicht, ne? Obwohl er im Herbst eigentlich gar nicht so schlecht aussah. Sieht er doch jetzt fast ein bisschen enttäuschend aus, muss man echt sagen. Ein bisschen kommt ja noch hier.
sind ja so viele Knospen noch hier unten teilweise. Die Pflanzen, die sich noch strecken müssen. Und zum Anfang der Blüte sieht er immer so ein bisschen schmal aus. Glanzkäfer geben auch wieder Gas, wie immer. So, Einzelkornraps. Sieht optisch schon mal ganz anders aus. Viel kräftigere Pflanzen. Aber wir hätten jetzt von dem anderen Bestand eine mitnehmen müssen. Und hätten mal die nebeneinander halten müssen. Ich weiß nicht, ob man es... Aber man sieht es eigentlich fast schon so. Aber ich weiß nicht in der Kamera. Ich bin gar keine Fahrspur reingegangen. Sondern einmal die Wände, die ich mit der Spritze immer fahren muss. Sieht schon deutlich besser aus. Ist auch gut 20, 30 cm höher. Obwohl der da hinten auf viel besserem Boden steht, muss man mal sagen. Dies Jahr ist ein schwieriges Frühjahr, ne? Wieder kaum Wasser, viel Trockenheit. Der braucht natürlich schon Wasser. Stickstofftechnisch, ja, hat der andere ein bisschen mehr gekriegt, weil der natürlich keine Gerste hatte. Aber man sieht das auch hier schon, viel, viel mehr Blattmasse, ne? Noch bei den Knospen ist ein bisschen mehr los. Steht natürlich auch noch nicht in Vollblüte, aber ist auch schon viel höher. Also wir hatten letztens in der AKF anscheinend diesen einen Moment, wo die Pflanzen so ein bisschen gleich aussahen. Aber aktuell, wenn man das jetzt hier vergleicht, hier so, das ist meine Hand. Und der hat jetzt hier, wir gucken mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 Nebentriebe, wenn wir die hier unten mal nicht mitzählen. 13 Nebentriebe hat die Pflanze. Das ist schon eine ganz andere, also ist eine ganz andere Baustelle hier. Ganz andere Pflanzen. Sieht wirklich gut aus. Ich denke mal, der steht bestimmt so in einer Woche komplett in der Blüte. Jetzt würde ich so sagen, das sind so 40%, beim anderen ein bisschen mehr. Und dann kommt auch schon die letzte Behandlung nachher. Kohlschultenrüssler ist dann der Kollege, den wir dann den Gar ausmachen müssen. Und Sklerotina ist dann auch immer noch mal ein Fall. Gibt es Sklerotina-Resistenzen? Das Problem ist an diesen Krankheiten, gerade Sklerotina zum Beispiel, wenn du siehst, dass du es hast, bist schon zu spät. Das ist ja so ein bisschen die Dramatik, die wir haben. Aber das wäre auch keine resistente Sorte hier. Die hatte ich leider nicht bekommen. Hier unten sieht man auch schon, das sind schon die Verblüten. Das sind jetzt schon die Schotenansätze, die jetzt kommen. Also ich muss sagen, der gefällt mir hier. Der Raps sieht gut aus. Echt. Also der andere nicht so. Tigerdrill. Aber wir werden jetzt sehen, wie er sich entwickelt, was jetzt da noch kommt. Entscheidend ist das, was der Mähdrescher nachher runterholt. Ne? Ansonsten, ja. Gut, dann fahren wir jetzt erstmal zum Hof. Ich mache erstmal Mittag. Seht ihr mal, es ist 11:30. Ich brauche einen ganzen Vormittag, um alle Bestände einmal abzugucken und habe noch nicht mal das Grünland gesehen. Aber das muss jetzt einfach mal sein, damit ich den die Woche vernünftig planen kann. Meist werden wir jetzt auch gerade fertig. Aber ja, man muss sagen, jetzt hat also dieses Jahr hat fast Detlef alles gelegt. Weil ich war ja nun unterwegs und habe dies, das, jenes nebenbei gemacht. Aber es war ganz gut. Detlef ist viele Jahre schon EDX gefahren, also gerade die ersten Jahre. Dann habe ich sie ganz viel gefahren. Und ja, von daher ist ihm das Gerät ja nicht neu. Schöne Pflanzen hier, echt. Der sieht Bombe aus. Der sieht wirklich gut aus. Und dann, ja, sehen wir uns nachher wieder. So, Leute. Zieht Detlef seine Bahn. Ich wollte gestern schon für euch vloggen bei den Sonnenblumen. Ja, da kam aber Anton vorbei und Lisi ist dann aber mit dem Bus abgehauen. Und da waren meine ganzen Vlogging-Sachen drin. Da fährt der gute Detlef. Müsst ihr mal gleich sehen, wie das staubt, ne? Das wird hier so geil aussehen. Das sind hier 52 Hektar, geht bis da oben zum Wald. Dann ist hier so eine kleine Trennhecke. Und dann geht es da hinten bis zur Ecke. Und das ist alles Sonnenblumen werden. Wir haben jetzt hier hauptsächlich zwei Sorten. Dann haben wir noch zwei Sorten zum Testen. Ja, also insgesamt habe ich so richtig vier Sorten. Schwarze und eine gestreifte. Ja, hat sich so ein bisschen ergeben, aber ich glaube, mit den Sonnenblumen muss man vor allen Dingen so ein bisschen ausprobieren, weil da gibt es so richtig noch keine Landessortenversuche und, und. Ich hatte mir letztes Jahr schon vorgenommen, Mensch, die Sonnenblume legst, aber dies Jahr früher.
Hat aber wieder nicht geklappt. Mann, Hannes. Aber nächstes Jahr früher, ne? Nächstes Jahr wird dann besser. Ja, ihr seht, ein bisschen klutrig ist die Oberfläche. Aber das ist eigentlich gar nicht weiter schlimm. Wir walzen ja jetzt nochmal nach. Einfach aus dem Grund, weil wir hier so ein bisschen trockene Erde über diesen Saatschlitz packen wollen, um die Feuchtigkeit noch besser zu konservieren. Und dann wollen wir halt ja, so ein bisschen mehr Feinerde erzeugen, dass wir doch jetzt beim Herbizid doch ein bisschen bessere Wirkung haben, ne? Weil es ist super trocken. Dann verbreitet sich das ja nicht über den Kapillarfluss. So. Gucken wir mal einmal rein hier, was ich euch zeigen wollte. Saatgutablage. Ihr seht, Boden ist trocken. Aber da natürlich, wo die Saat ist, ist noch Feuchtigkeit. Wir haben es schön konserviert. Mit dem Strip-Till. Jetzt müssen wir natürlich nur die Saat finden. Ne? Der Klassiker, Leute. Wenn wir Saat suchen, finden wir keine. Vielleicht hat Hannes das auch schon wieder durchgescharrt, hier durchgewühlt. Auch möglich. Wir haben gestern nämlich sehr ausgiebig das Gerät eingestellt, muss man sagen. Mit Boden wegkratzen und. Aber es ist Wahnsinn, ne? Wie trocken der Boden ist. Aber man muss sagen, Minimalbodenbearbeitung ergibt doch Sinn. Wenn man das alles dann so ein bisschen intensiviert hat. Und letztens da bei der Direktsaat, bei dem Versuch mit Mais, war ich schon sehr begeistert, wie feucht da noch der Boden ist. Ihr seht selber, ne? Oben drauf ist Asche. Na du? Das sind Regenwürmer, da. Mich eben habe ich am Vorgewende einmal kurz gewühlt. Da war sie. Da war das Korn. Da. Ein- und weggewühlt, da tut mir leid. Aber ihr seht, wir haben die jetzt auch ein bisschen tiefer gepackt. Wir haben letztes Jahr so auf 2 bis 3 Zentimeter. Ich hatte aber Probleme, wenn es doch ein bisschen trockener war, lagen die zu flach mit Feldaufgang. Und seht, Vogelmiere, wie blau die schon wird. Die nehmen jetzt alle die Nährstoffe aus dem Strip-Till aus hier auf. Naja, aber ich finde das eigentlich auch gar nicht so schlimm, dass das jetzt so ein bisschen begrünt. Bis die Hauptkultur reinkommt. Und jetzt machen wir eine Vorauflaufbehandlung. Gibt es sowieso nur kaum Alternativen bei der Sonnenblume. Hier kommt ja die Saat rein. Hier seht ihr das, ne? Also hier oberflächlich ist schon trocken. Aber dann hier ein bisschen tiefer kommt dann schon gut Feuchtigkeit, ne? Hier oben drauf ist natürlich nichts. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie das aussehen würde, wenn wir jetzt hier noch richtig rumackerieren würden, ne? Hier. Da wird nichts mehr kommen. Gar nichts mehr wird da kommen. Das ist so ein bisschen nämlich so ein Jahr wie 2019. 2019 war es im Frühjahr so trocken, dass wir keinen Feldaufgang richtig hatten. Vielleicht 60%, weil ganz viel von der Saat einfach nur in der Asche lag. Ne? Also da war es nur so wie hier. Und da haben wir es reingelegt. Und dann war das ja nicht mal so, dass der Boden Struktur hatte, sondern Kluten, sondern durch die Bodenbearbeitung war es halt ultra fein. Ja, andere Gebiete in Deutschland, andere Probleme. Viele haben immer Probleme, einige haben Probleme, Wasser loszuwerden in der Saat, vor der Saat. Und den Boden fein zu kriegen. Bei mir ist es genau das Gegenteil. Ich muss Struktur erhalten, den Boden in Ruhe lassen. Ah, ich finde ihn einfach nicht hier. Ich habe gestern so schön mit dem Streifblech da einmal durchgewühlt. Aber sie liegen gut. Wir haben ja gestern mehrfach kontrolliert. Das liegt eigentlich gut und so groß sind die Unterschiede von Feld zu Feld nicht. Das wird schon gut hochkommen. Ja, Svenny fährt dann hier mit dem Gürtel rüber und dann geht das in Gang. Wir haben heute schon 40 Hektar weg. Ich habe heute Morgen um 3:30 angefangen. Jetzt ist 13:30, glaube ich. Ja, 13:30, jetzt fährt Detlef weiter. Wir wollen natürlich auch mal fertig werden. Wir haben, was habe ich davon ausgerechnet? Noch 55 Hektar haben wir jetzt. Sonnenblumen. Und dann sind wir durch. Dann kommen noch ein bisschen Soja, ein bisschen Kichererbsen, aber das ist eher zum Rumspielen. Erst machen wir dann aber Pflanzenschutz, weil das ist ein bisschen wichtig. Man hat so nur 3-4 Tage nach der Sonnenblumensaat, da überhaupt mit Pflanzenschutz rüberzufahren. Und ja, weil wir eigentlich Feuchtigkeit brauchen, damit sich die Wirkstoffe im Boden verteilen, fahren wir halt nachts, ne? Weil wir ein bisschen Tau dann wenigstens haben. Ich weiß noch, letztes Jahr, genau zu dieser Zeit, fing es an zu regnen. Dieses Jahr
So wie es aussieht, werden wohl die nächsten 3 Wochen mindestens noch richtig trocken sein. Oh, steck mich drin, Leute. Steck mich drin. Können wir nichts für. Wir können uns nur maximal vorbereiten. So, jetzt nehmen wir noch hier eine schöne Spezi mit. Kaufe ich immer hier in der Saison. Eigentlich immer trinken für alle. Dass die Jungs, wenn die hier umherfahren, man vergisst ja doch mal sein Trinken, darf da jeder zu lang und da was trinken. Haben wir immer was im Auto. Wer kennt's nicht, den Klassiker trinken vergessen. So. Gucken wir mal, wie es morgen weitergeht. Auf jeden Fall habe ich mega schöne Drohnenaufnahmen gemacht heute Morgen. Sah richtig schick aus. Sah ganz geil aus. Erst war die Sonne so ein bisschen diesig, aber dann nachher wurde es noch umso besser. Bis später dann erstmal. Wahrscheinlich bis morgen. 3.22 Uhr, mitten in der Nacht. Wir fangen an. Wir wiederholen uns nochmal. Tada! Gerade Radio angehabt. Mann, Hannes, da wäre ja beinahe was passiert. Oh, Leute. Ich weiß gar nicht, Radio hat bestimmt schon ein paar Aufnahmen bei mir komplett zerstört, die ich da komplett wegwerfen musste. 2 Let's Drives, glaube ich. Weil Hannes so wahnsinnig gut war und hat das Ganze verworfen. Licht ist da, Leute. Also Licht kann das Ding hier, ne? Jo, heute gibt es die letzten Sonnenblumen. Ich habe eine Notfalltüte noch dabei, falls es nicht reichen wird. Genau, also falls das nicht reichen wird, habe ich noch eine Notfalltüte dabei. Jo, das sind zwar gestreifte, aber was will man denn machen, wenn es am Ende nicht aufgeht? Aber es sollte. Also gestern die andere Sorte hat auch gut funktioniert. Soll ja ein bisschen später, also ein bisschen weniger, als da drauf steht. Also es sind immer 150.000 Körner in einem Sack. Und wir legen, ich glaube, ich kann euch den Durchschnitt gar nicht sagen, ist ja teilflächenspezifisch. Ich glaube, es sind 70.000. Je nach Standort 70.000. Genau, also wir haben 2 Vermehrer habe ich dieses Jahr. Das ist ein hier ist Pioneer. Das habe ich halt schon im Herbst bestellt, im Oktober. Ich bestelle schon im Oktober die Saat. Und zum anderen ist es. Mal, wir gucken einfach mal nach vorne und dann fahren wir mal ein bisschen. Zum anderen ist es Maßseeds. Ich wollte eigentlich Mais von den Leuten nehmen. Also ich habe mir so Fläche offen gelassen. 70 Hektar hatte ich mir ursprünglich offen gelassen. Ich wollte das als Mais nehmen, war ich eigentlich ganz zufrieden und habe aber bei Pioneer. So, wir sind auf den Acker angekommen. Oh, die GoPro-Akkus stürzen ständig ab, müssen wir mal neue bestellen. Das ist ja furchtbar geworden. 60% und die stürzen ab und sagen Akku schwach. Totaler Mist. Was ich euch erzählen wollte, also Pioneer habe ich im Herbst schon bestellt. Und habe jetzt nur im Frühjahr umgeplant gehabt. Das heißt, ich habe nur Mais rausgenommen, mehr Körnermais und mehr Sonnenblume. Aus aktueller Lage, Preise sind ja gut, Silos sind voll. Kann man das ja machen. So, genau, so ist der Ansatz. Und dann wollte ich unbedingt eine Express-Sonnenblume anbauen. Das heißt, die ist resistent gegen ein bestimmtes Herbizid. Ich muss dann nicht mehr zwingend im Vorauflauf fahren, sondern ich kann dann auch im Nachauflauf fahren. Und habt eine gute Wirkung und das ist deutlich günstiger. Ungefähr also 60 Euro auf dem Hektar günstiger. Das ist eine Menge, ne? Könnt ihr euch vorstellen, 100 Hektar Sonnenblumen, wenn das klappt, sind 6.000 Euro. Genau, aber erstmal, das meiste machen wir gewohnt wie letztes Jahr mit den Sorten, die wir wussten. Also mit der Sorte, die hat letztes Jahr am meisten performt, die hat dieses Jahr auch den höchsten Anbau und dann probieren wir uns ein bisschen aus. Genau, und die Express-Sonnenblume, die habe ich von Maßseeds genommen. Da habe ich hier noch 2, 3 andere Hersteller oder Züchter mit drin, die haben wir jetzt ausprobiert, wo ich jeweils 1 Hektar gemacht habe. Und dann gucken wir mal, wie das alles hier wird. Ansonsten ist jetzt stockdunkel, Leute. Diese Sorte hier, die wir jetzt legen, die ist anscheinend ein bisschen kleiner. Ich habe die nicht gesehen, die hat Detlef gestern reingemacht. Da haben wir ein bisschen Probleme mit der Vereinzelung. Da kommen ein bisschen zu viel Körner raus, weil wir die nicht richtig getrennt sind. Wenn wir die Abstreife aber noch dichter ranfahren, dann schieben wir uns die teilweise von den Löchern runter. Die Körner, die jetzt da drauf sein sollten. Jetzt habe ich hier die Saatgutmenge in der Kartierung runtergenommen um 7%. 7% habe ich so ungefähr ausgerechnet, dass da etwa zu viel rauskommt. Gucken wir uns das mal von oben an. So sieht ja die Saatkarte aus. Tada! So sieht ja die Saatkarte aus. Seht ihr das? Guckt doch mal hin. Und
Deswegen habe ich, wie gesagt, deswegen habe ich das hier ein bisschen runtergenommen. Also jetzt deswegen hier 66.960, so eine komische Zahl, kommt doch kein Mensch sonst drauf. Genau, und ihr seht ja, da kommt immer ein bisschen zu viel raus. Jetzt sind wir genau bei 66.000, hier sind gerade 1.000 zu viel, 2.000 zu viel und ja, ab und zu mal 3 oder 4. Jetzt seht ihr auch gerade, jetzt sind wieder 4.000 zu viel und deswegen habe ich die jetzt ungefähr auf 7% runtergenommen, dass die Körner ja trotzdem hin haben. Jetzt sind wir bei 63.000, die eigentlich sollen. Jetzt sind die einmal kurz nach oben gegangen, weil wir in dem Moment zum Beispiel, wo wir jetzt, er merkt, aha, ich bin in einer neuen Zone, ich muss jetzt weniger legen, dann haben wir ja kurzfristig halt an dem einen Meter haben wir ja dann zu viel gelegt und das ist das, was er dir einen anzeigt. Ansonsten haben wir uns so ein bisschen eingefuchst mit der Sonnenblumenvereinzelung. Im ersten Jahr war es noch nicht so gut, muss man sagen. Und da haben wir jetzt echt Erfahrungen gesammelt. Im ersten Jahr sind wir auch 8 km/h gefahren, jetzt fahren wir 12. Das funktioniert richtig gut. Man muss auch sagen, wir haben auch dieses Jahr alle Schläuche an der EDX neu gemacht. Das heißt, wir verlieren nirgendwo Luftdruck, der ist super konstant. Und das hat wirklich gut geklappt und das klappt auch wirklich gut, muss man sagen. Bin ich sehr zufrieden mit. Strip treffen wir bombastisch gut. Fend auf Fend passt einfach wahnsinnig gut mit den Linien. Ah, wollte ich euch gerade zeigen, aber wie ihr nach hinten raus seht, seht ihr nichts. Aber man sieht auch so ein bisschen, wenn man ein kleiner Strip-Tilfahrer ist und kleiner Kenner ist, dann sieht man immer, da ist ein so ein größerer Hügel und da ist ein kleinerer Hügel. Und wenn man an der Kante vom kleinen Hügel mit dem Düngeschar einstechen, dann sitzt genau mittig, sitzt dann die Saat, also die sitzt perfekt. Obwohl ich habe auch letztes Jahr festgestellt, ich bin 1-2 Vorgewände Freihand gefahren. Hat super geklappt, du hast den Pflanzen nichts angesehen. Ich denke einfach, weil 50 cm sind die Nährstoffe halt auch so dicht zusammen, dass sie sich die erwachsen können. Das heißt, im Maximalfall haben sie ja genau 25 cm in irgendeine Richtung zu wachsen. Und ja, die meisten denken sich ja so, oh, jetzt liegt das aber denn so weit weg und jetzt ist das hier auf 2 Güllebändern und willst du es gern flacher haben, damit die Pflanze vielleicht nicht im Juli das kriegt, sondern schon im Juni. Kleiner Fun Fact, also bei Mais kann ich es euch sagen, weil bei Mais habe ich das letztes Jahr intensiv kontrolliert, bei Sonnenblumen nicht genau, aber da ist es ja ähnlich. Bevor der Mais rauskommt, ist er schon am ersten Gülleband. Und wenn der Mais ungefähr so im Vierblattstadion ist, dann ist er schon am zweiten Gülleband angekommen. Das heißt, dann ist er schon ungefähr bei 22 bis 25 cm Wurzeltiefe. Überlegt euch mal, da ist die Pflanze gerade mal so groß und dann ist sie schon da schon draußen. Also es ist gar nicht so entscheidend, in welcher Tiefe ungefähr das Gülleband liegt, zumindest das zweite, ob es ein flacher oder tiefer liegt. Der eigentliche Ansatzpunkt ist halt, wenn der Mais im Vierblatt ist, dann haben wir da unten noch Feuchtigkeit, damit er die Nährstoffe mineralisieren kann und umsetzen kann. Gleichzeitig muss man sich vorstellen, ist da unten natürlich auch kälter. Gut, auf meinen Sandboden macht das vielleicht nicht so einen Unterschied. Genau. Also wir haben jetzt noch 40 Hektar, weniger als 40 Hektar insgesamt zu legen. Also Detlef müsste heute fertig werden, wenn ich mit dem Kita-Einsatz durch bin. Wir legen noch die gestreiften, so eine 18 Hektar gestreifte. Wollte ich eigentlich im Nachgang noch umbestellen, wollte dann doch schwarze nehmen. Weil der Absatz für schwarze ist einfach besser, die sind ein bisschen vielfältiger einsetzbar. Und wenn ich dann doch zu viel ernten sollte, man weiß ja nicht, also wenn wir unsere 3,6 Tonnen auf dem Hektar von letztes Jahr wiederholen, dann habe ich ja auch zu viel Menge, also 400 Tonnen. Ganz so viel werde ich auch nicht im Lager haben, also auch nicht lagern können. Müsste ich 100 Tonnen vermarkten ungefähr. Und dann hat man halt mehr Möglichkeiten mit schwarzen Sonnenblumen. Dann kannst du halt eine Ölmühle oder schicken. Ne? Also man muss sagen, High-Oilig-Sorten sind es alle. Außer die zwei Testsorten, die ich drin habe. Das heißt, die haben besonders hohes Ölsäureprofil, beziehungsweise besonders viel Ölsäure enthalten die. Und die ist in der Industrie halt ein bisschen gefragt haben. Das ist aber auch der Bereich, der in der Züchtung am weitesten voranschreitet. Ich habe mir gedacht, ach komm Hannes, nimmst du einfach eine Sorte hier, Hauptsache Masse, ne? Gesund und Masse, so für Vogelfutter, gibt es im Prinzip gar nicht richtig. Alles, was der Markt so anbaut, ist Öl-Sonnenblumen. Also von daher baust du halt eine Öl-Sonnenblume an. Ist aber auch nicht weiter wild. Und das Einzige bei den Gestreiften, das ist jetzt so zum Beispiel auch die einzige Sorte an Gestreifte, die ich überhaupt gefunden habe. Also da ist der Markt super klein und da muss man halt auch gucken, passt es hier? Kann man die überhaupt anbauen?
Wie gesagt, bei Sonnenblumen macht man dann doch noch ein bisschen Pionierarbeit. Und wir sind ja auch noch ein bisschen weiter im Norden. Aber Fakt ist, nächstes Jahr muss ich die unbedingt früher legen. Also von daher, der macht das ja überhaupt nichts aus, auch wenn die mal ein bisschen kalte Tage kriegt. Das heißt, ich kann die ruhig 2 Wochen früher legen und dann hast du halt auch, bist du halt auch automatisch im Herbst 2 Wochen früher reif. Das ist ja alles Temperatursumme, ne? Entscheidend ist nachher die Temperatur im gesamten Jahr, die gesammelt wird. Und dann gibt es Summe X, die die Pflanze benötigt, um reif zu werden. Und je mehr Temperatur sie sozusagen auf dem Weg sammelt, desto früher wird sie reif. Man hat halt das Problem in der Kälte, weil dann sagt ihr, ja, Hannes, dann macht das doch gleich ganz früh, dann läuft das doch. Ja, die ist ja trotzdem noch ein bisschen frostempfindlich. Das kommt ja noch dazu. Also nicht ganz so wie Mais, aber sie ist es ja. Und wir haben halt auch Anfang Mai die Eisheiligen. Und die können auch mal hier mitunter bis zu 5 Grad, minus 5 Grad ausfallen. Und dann, ja, wäre es schon ein bisschen blöd, wenn die denn abfrieren. Aber naja, nächstes Jahr testen wir uns, vielleicht machen wir die Hälfte früh, die Hälfte spät, irgendwie um das Risiko so ein bisschen zu streuen, um sich das mal einfach mal anzugucken. So habe ich es übrigens auch mit dem Herbizid dieses Jahr im Weizen gemacht. Ich habe ein Drittel früh, ein Drittel mittel, ein Drittel spät gemacht. Einfach um Risiko zu streuen. Und weil es zeitlich auch nicht anders gepasst hat. Ich freue mich, wenn wir dann fertig sind. Dann haben wir nur noch ein bisschen Soja, Kichererbsen und Hirse. Mit der Vereinzelung. Übrigens, super viele haben mir auch gefragt, ich habe letztes Mal gefragt in dem anderen Vlog, wie sieht das aus mit Hanf, mit Laien und. Habt ihr da Erfahrung, könnt ihr mal ein bisschen was schicken? Einer war ganz interessant, 2 haben mir tatsächlich geschrieben, die machen Hanf in der Vereinzelung und haben gesagt, brauchst nur noch die Hälfte Saatgut, läuft gut. Und der eine hat geschrieben, hat zwischen 2 und 3 Tonnen geerntet auf dem Hektar. Das ist ja wahnsinnig gut. Das heißt, nächstes Jahr werde ich dann auch Hanf vereinzeln und dann mal gucken. Also von der Korngröße wäre auch Safflor, also Färberdistel prädestiniert, dass man das machen kann. Schwarzkümmel ist ein bisschen zu fein. Leindotter, theoretisch, weil es ähnlich wie Raps. Da müssen wir mal gucken, wie viele Kilos wir gemacht haben. Das würde, glaube ich, auch funktionieren. Mal gucken, was wir alle so hinkriegen mit unserer EDX noch. Hier Opa EDX, muss man auch sagen. Die macht einen guten Job, echt. Dafür, dass die jetzt die 13. Saison, ich weiß jetzt gar nicht, 13. oder 12. Saison legt, ja, hat wahrscheinlich 8.000, 9.000 Hektar auf der Uhr. Ich kann euch das nicht sagen. Wir haben einmal den Bildschirm getauscht und einmal haben wir ein Software-Update gekriegt. Oder zweimal ein Software-Update, weil sie zweimal nochmal nachgerüstet wurde. Und einmal der Jobrechner. Bei beiden wurde halt die Fläche nicht neu eingegeben, die das Gerät schon gemacht hat. Deswegen kann ich euch das nicht sagen. Wie viel wir jetzt gemacht haben seit der Zeit. Aber auf jeden Fall, Opa EDX hat massig Hektar gemacht und läuft einfach solide, ne? Ist einfach solide Technik. Ist jetzt nicht mehr auf dem Stand der Dinge der höchsten Vereinzelung, weil man jetzt so mit aktuellen Geräten vergleicht, die ja wirklich perfekt vereinzeln können. Nee, das kann sie jetzt nicht. Das sieht manchmal schon ein bisschen gestreut aus, aber nichtsdestotrotz, sie kann Applikationskarten, sie kann Section Control und die Ablage sieht auch noch einigermaßen vernünftig aus. Das heißt, die Feldaufgänge sehen auch ganz gut aus. Also von daher sieht es hier erstmal mega gut aus. Da könnt ihr sehen, wie die jetzt weggeschaltet werden. Das dauert natürlich, man hat ein bisschen Delay, der schaltet die weg und dann in dem Moment, wo er wegschaltet, merkt er, oh, da fliegen Körner durch. Und demzufolge, es geht natürlich der Balken gleich hoch, weil er denkt, oh, jetzt hat er ja zu viel. Na klar, weil selbst ein Korn ist ja mehr als null und würde dann den Balken ganz hoch springen lassen. Und da unten seht ihr, jetzt sind die Reihen geschlossen, jetzt fahre ich hier über die Grenze rüber. Und dann werden sie nacheinander freigeschaltet. Und das funktioniert gut. Ich habe es ja letztes Jahr auch in den Vlogs gezeigt. Nachdem wir Feldaufgang hatten, war genau wirklich Grenze. Und dann schließen da die Reihen an. Und ich habe letztes Jahr schon gesagt, also letztes Jahr war die Ersparnis ungefähr eine Palette Saatgut. 5.000 Euro. Pi mal Daumen. 4.000 bis zwischen 4 und 5. Genau, wenn man jetzt genau den Preis nimmt. Und die Freischaltung hat, glaube ich, 600 Euro gekostet. Section Control plus Applikationskarten. Das heißt, man spart massig Geld. Also wenn wir dieses Jahr überlegt mal mit Sonnenblumen zusammen, wieder 5.000 Euro, schon 10.000 Euro. Das ist ja unfassbar viel Geld. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Und so kann man irgendwie mit so einer Kleinigkeit spart man manchmal echt zu viel Geld. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Und was man auch sagen muss, Section Control im Dünger können viele noch gar nicht. Also Einzelreihen-Düngerschaltung.
Das sind tatsächlich so, dass sie immer nur 0 und 1 können, also die gesamte Breite oder nicht die gesamte Breite, weil sie es über einen Verteilerkopf machen. Also das muss man auch bedenken. Das heißt, da in Sachen Dünger ist das Einsparpotenzial noch gar nicht so hoch. Wir sollten einfach ein bisschen mitnehmen hier heute Morgen. Ein bisschen viel labern. Ich glaube, dieser Vlog wird Spielfilmlänge. Aber ist ja egal. Krass, Hannes hat sich eine neue SD-Karte mitgenommen, ne? Heute Morgen, weil die alte voll war. Weil die alte auch schon bei dem Bootcamp lief von Attraction. Jetzt gucke ich hier drauf. Jetzt hat er es hier noch 10 Minuten, Alter. Was ist denn hier drauf? Hannes, was hast du denn gemacht? Ich muss ja sagen, ich habe auch ein bisschen Angst, immer SD-Karten direkt zu löschen oder zu formatieren. Aber ich habe das mehrfach erlebt, dass ich manchmal eine Datei beim Kopieren vergessen habe oder eine Datei wurde nicht kopiert. Dass sie nicht kopiert wurde, ist sehr unrealistisch, Hannes. Also Hannes hat die nicht kopiert und dann hast du den Vlog und dann fehlt da die Datei und dann denkst du, Scheiß, du hast alles gelöscht. Deswegen habe ich da voll Angst, das immer zu löschen. Ich mache immer 20 SD-Karten voll und dann lösche ich die immer nacheinander und oh. Leute. Gut, naja. Dann fahre ich jetzt erstmal vor mir hin. Hoffe, das Saatgut gut reicht. Wenn nicht, habe ich ja hier meinen Notfallgestreiften. Aber der wäre natürlich nicht optimal. Den müssen wir natürlich auch extra dreschen. Bis später. So, wir haben, seht ihr es? Kurz vor 7. Kurz vor 7. Bei mir ist jetzt Schichtwechsel. Der Lauf macht jetzt gleich weiter. Jetzt haben wir nur noch die Gestreiften. Ich bin hier soweit durch. Aber wir nehmen jetzt aber die Schwarzen. Wir haben da ungefähr noch 4-5 Hektar drin. Damit machen wir noch das Vorgewinde beim neuen Stück. Und dann haben wir ein bisschen gestreift über, aber so haben wir nur eine Sorte Saatgut am Ende über und nicht zwei angefangene Sorten. Viele fragen immer, warum macht man eigentlich das Vorgewinde als erstes? Macht man ja häufig heutzutage noch, auch mit modernen Maschinen. Gut, hat mehrere Gründe. Zum einen, wenn man halt am Vorgewinde anfängt, hat man ein schön gleichmäßig abgesetztes Saatbett. Man ist hinterher nicht rüber gefahren. Das heißt, man hat keine Spuren, wo der Boden fester ist und wo er lockerer ist. Das heißt, die Saatgutablage ist möglichst gleichmäßig. Dann ist das Überfahren, wie ihr seht, ist ja nahezu kaum da. Und wenn man sich vernünftig am Vorgewinde bewegt, seht ihr da? Und nicht mit 20 km/h um eine Kurve fährt, macht man auch keinen Wall. Das heißt, man sieht ja hier gar nichts. Man hat ein hervorragendes Arbeitsergebnis, auch vom Feldaufgang her. Also das macht den Pflanzen da gar nichts, einmal überzuräumen. Beim Drillen macht man das natürlich anders. Man kann aber auch beim Drillen das Vorgewinde zuerst machen. Man hat da aber Bodenbearbeitung mit sich. Das heißt, wenn ich am Vorgewinde komme und fahre darüber, dann habe ich ja vorne die Scheiben da, die das Saatgut wieder rausziehen. Und dann ist es auch noch so, beim Vereinzeln sehen wir halt, wo wir ein- oder aussetzen müssen. Nicht jeder hat ja Hyper-Hyper. Section Control drauf. Das heißt, man könnte ja auch sozusagen erst die Hauptfläche legen, dann mit Section Control die Nachfläche und das Gerät würde perfekt ein- und aussetzen. Es ist ja auch zum Beispiel so, dass man zum Beispiel beim Körnermais dreschen, wenn du ja rumfährst und deine 4-5 Mal da rumfahren willst, dann brauchst du ja die Reihen in einer Richtung und dann bringt dir das ja nichts, wenn er immer wieder quer rein dazwischen kommt und du aus- und einsetzen musst. Beim Getreide ist das alles egal. Dann ist das da mal ein bisschen dicker und ein bisschen dünner. Das ist überhaupt kein Problem. Bei Einzelkorn sieht die Welt aber ganz anders aus. Da willst du nicht, dass das überlappt, weil doppelte Körner heißt halb so große Kolben oder kein Kolben. Genauso wie bei Sonnenblumen und Sonnenblumenköpfen. Mein Section Control zum Beispiel ist nicht dafür richtig ausgelegt, dass ich erst die Hauptfläche mache und dann das Vorgewinde, sondern ich muss es klassisch jetzt so machen. Selbst wenn man den Fendt an der Feldgrenze oder an der Vorgewendegrenze automatisch ein- oder ausheben lässt, ist es natürlich nicht dasselbe. Also das funktioniert alles nicht so, wie man sich das in der Theorie immer vorstellt. Das ist eine super Variante, die machen wir schon seit Ewigkeiten. Und die funktioniert auch gut. Man sieht am Vorgewende keine Überfahrung am Ende, wenn die Pflanzen rauskommen. Und man hat halt eine schön einige gleichmäßige Saatgutablage. Das heißt, wenn ich da 4 cm ablegen will, habe ich auch überall meine 4 cm und fahre da nicht hin und her, fahre mir einen Damm klein, einen Damm hoch. Ist alles egal. Ich fahre sozusagen im jungfräulichen Vorgewinde rein. Werde ich nämlich oft in den Streams gefragt, warum man jetzt hier das Vorgewinde zuerst macht. Da habt ihr die Gründe. Es sind nur wenige Gründe, gibt so viele Gründe, was man da alles machen kann. Gut. Genau sieht es natürlich aus beim Hacken. Wenn einige hacken möchten, da können natürlich keine Querreihen da drinnen mit mal sein. Das geht nicht, Leute, das geht nicht.
wie ihr euch das immer alles vorstellt. In der Theorie ist alles so einfach und im Landwirtschaftssimulator sowieso, da kannst du ja stumpf machen, was du willst. Gut. Bis denn, Leute. Das war diese Folge. Wir fahren zum Hof, wechseln schnell durch. Sieht mir jetzt mega schön aus, wo alles so blüht, ne? Schlehen verblüht jetzt so ein bisschen, aber die Obstbäume sind gut in Gang. Ich glaube, ich habe alles abgearbeitet in dieser Folge, was ich euch erzählen wollte. Die war auch ein bisschen länger. Zum Beispiel hier, ne? Hier wurde das Vorgewende, nee, auch wurde gar nicht. Das wollte gerade sagen, es sah so aus, aber es sah auch nur so aus. Das ist von der 18 Meter, nee, 18 Meter hat die gar nicht, 16 Meter irgendwas Horsch Maestro gelegt. Und auch die legen das Vorgewende zuerst. Alles klar, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.